Welcome back to FIFA 17! Ja Leute, es geht weiter in der Darmstadt-Karriere. Dieses Mal ein Gastspiel gegen Augsburg, der 5. gegen den 7. Ich sehe übrigens, es gab schon ein Freitagsspiel. Natürlich ist damit gemeint Dortmund gegen Freiburg. Freiburg bisher nicht so erfolgreich, nicht so wie in der Liga. Heute gab es halt auch den Real-Life 6. Spieltag. Und ich versuche da natürlich jetzt gleich mal gleich zu ziehen. Indem ich jetzt die nächsten 3 Simulationen aufnehme, dann sind wir zumindest mit Darmstadt gleich auf. So, das passt, das passt. Wen lasse ich denn heute spielen? Ich habe noch gar nichts über meine Grundaufstellung eigentlich bisher entschieden. Also da holen wir natürlich Skarlatidis rein. Der hat mich beeindruckt. Krieg ist ein bisschen angeschlagen. Ich denke mal, den sollten wir schonen. Und Aydogan kommt dieses Mal als Nachwuchsspieler rein. Wer war denn eigentlich letztes Mal im Kasten drin? Weiß ich nicht, ich bringe einfach Bresowski oder Beresowski, wenn er sich nicht verletzt hat. Also heute hat sich ja im Ligaspiel, also im echten Ligaspiel, Esser verletzt. Oder nee, wollte nicht Esser gerne spielen. Ja, dann tun wir halt Esser rein, auch wenn Esser beim letzten Mal, glaube ich, schon drin war. Ich kann mich da auch irren, Leute, also bitte. Ja, die sind noch alle sehr angeschlagen von der englischen Woche, könnte man eigentlich sagen. Ich tue mal Milosevic raus, wir brauchen irgendjemanden, der stärker ist. Am besten Höhn und dafür kommt Milosevic komplett raus. Šolak hat ja 2 Tore geschossen, der Ludwigsburger. Alleine deswegen ist er sympathisch. Und ja, Innenverteidigung, ich finde, wir sollten unser Spiel eher woanders hin verlegen. Deswegen bringen wir nochmal Grieg. Also, was ich nicht so ganz verstehe, ist, die sind noch immer noch nicht auskuriert. Gut, es sind kaum 3 Wochen in der eigentlichen Liga vergangen, aber man könnte es ja langsam mal auskurieren. Und Schiblock kommt raus, ich vertraue mal auf Rubina und auf Kleinheißler vertraue ich nicht, da kommt jetzt Strohengel. So, das ist meine Aufstellung, ich hoffe, das ist so gut, ansonsten schönes Verkacken, sag ich nur. Das dauert wieder alles zu lange, ich muss endlich mal aktualisieren. Vielleicht kann ich den Luca darum anbetteln, dass ich das Spiel aktualisieren kann. Ah, Mist, das war zu hoch geschossen. Warte, wie macht man das eigentlich, Obina? Ist das eigentlich Obina? Ah. Ich will es jetzt ausprobieren. Ja, so kann man höher schießen. Ich finde das neue Elfmetersystem scheiße. Das kann ich jetzt schon ganz ehrlich sagen. Gibt es vielleicht mal eine Aufstellung zu sehen? Ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich will zocke. Ich habe heute die ganze Zeit die Zeit damit verbracht, mein Handy einzurichten. Das war nicht so gut oder nicht so professionell. Und ich krieg gleich einen Freistoß. Sehr gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mein Spieler ein bisschen langsam läuft. Verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt kriegt ihr gleich mal der Kajubi die gelbe Karte. Ich habe schon gedacht, die kriegen jetzt einen Freistoß. Das habe ich aber gerade nicht so gut gesehen aus der Perspektive. Das sieht man ja so einiges nicht. So. Die Mauer war für den Arsch. Jetzt bringe ich die mal rein und dann passiert absolut nichts. Und es gibt einen Eckstoß für uns. Sehr gut. Den ich mal wieder absolut hasse. So, jetzt soll mal mit jemand nach vorne kommen. So, sehr beweglich die Spieler, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn auch manchmal langsam. Dann haben wir unsere Nummer 6. Er kommt nicht ganz voran. Oh, wow. Da war ich gerade selbst ein bisschen erstaunt. Aber Hitz hat ihn abgewehrt und wir kriegen mal wieder einen Eckball. Also die Anfangsphase gehört, sage ich mal, uns. Also das echte Spiel ging ja 1-0 aus. Und es ist natürlich der Verein von Dirk Schuster jetzt. War ja mal bei Darmstadt. Hat Darmstadt von der 3. in die 1. Liga geführt und da die Klasse gehalten. Jetzt ist er halt in Augsburg, weil Augsburg Weinziel verloren hat, der gerade auf Schalke keinen guten Job leistet. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es an den Spielern liegt, was da so abgeht. Und was habe ich da gerade gelesen? Wir sind der beste Verein, was die Verteidigung angeht. So, Augsburg versucht es mal nach vorne, das ist nicht schlecht. Ich will gefordert werden und deshalb kann man nur nach vorne spielen. So, gut ausgedribbelt. So, wie ich immer die Hütchen ausgedribbelt habe. Also ich habe sie umgeworfen, wohlgemerkt.
Wow! Hey, was macht Obina da? Was ist das für ein Flickflack? Ist ja geil. Also, wie kam das nochmal zustande? Ich habe versucht zu schießen, dann war der abgefälscht, dann kam der nochmal zu Obina, also war es Obina. Oder? Ja, Viktor Obina, gekommen vom MSV Duisburg, macht hier sein Tor. Finde ich spitze. Wir sind aktuell bei 10 Punkten, Darmstadt im Real Life nur bei 5. Und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben wir gemacht. Wir haben 6 Punkte gehabt und jetzt haben wir 9 Punkte, theoretisch. Also ich würde mich schon über den Punkt freuen, aber Augsburg ist halt, wie soll ich sagen, orientiert sich eher nach unten. Daher brauchen wir eigentlich den Dreier. Wir müssen mal was für unsere Auswärtsstärke tun, auch wenn wir bisher ungeschlagen sind. Wohlgemerkt. Ja, das war gar nichts. Kommt da jetzt auch noch ein Eckstoß oder was? Nee. Abstoß, eher gesagt. So, versuchen wir einfach mal wieder zu kombinieren. Das hat mir bei manchen Stellen schon gut gefallen, wie wir das gemacht haben. So, da ist Strohengel seit über einem Jahr torlos. Ja, aber da kriege ich jetzt wieder, kriege ich da jetzt einen Eckball? Ich weiß nicht, nee. Wurde nicht vom Gegner berührt. Ja, aber wir versuchen es wenigstens. Wir müssen mal versuchen, das Ergebnis aufzustocken. Also nicht nur irgendwie zu halten, weil zu halten, das klappt meistens gut. Und dann kommt meistens so ein dummer Ball, der dir dann den Sieg nimmt. Ja. Bloß nicht faulen. Und ich habe schon gedacht, jetzt würden wir jetzt wieder an den Ball kommen. Aber nein. Ja, toll. Da versucht man den Ball zu spielen. Was kriege ich jetzt dafür? Gelb. Ja gut, ich muss auch mal gelbe Karten sehen. So, jetzt kriegt Augsburg hier einen Freistoß. Mal schauen, wie gut der verwandelt wird. Der wird natürlich drüber hinausgeschossen, aber es war gar nicht mal so schlecht. Es war nicht schlecht. Man hätte es. Man kann es versuchen. Man kann sowas echt versuchen. Ja. Und falls ihr alle in die Kommentare schreibt, ja, spiele nicht auf Profi, ich spiele auf Weltklasse, das alles scheint ja ein bisschen zu leicht zu sein. Ich kann euch sagen, Leute, es wird noch schwierig werden. Und wenn es nicht schwierig wird, ich meine, ich habe also selbst generell Probleme, Tore zu schießen, einfach weil ich sie nicht ausarbeite. Oh, aber das ist jetzt eine Ecke, oder? Nein, es ist nicht. Okay, doch. Allerdings von da hinten hasse ich Ecken besonders und wäre es ein ganz, ganz klar dominanter Ballbesitz. So, bringe ich es einfach mal so rein. Kann ja nicht schaden. Oh. Und jetzt gibt es wieder einen Abstoß. Also Augsburg gerade mal eine gute Chance, die auch von uns durch ein bisschen verursacht worden ist durch das Foul, aber ansonsten gab es nichts Großartiges und wurde ich etwa gefoult? Ja, jetzt kriege ich den Freistoß. Sehr schön. Ich möchte die Perspektive wechseln. Wie gesagt, Leute, schreibt in die Kommentare. Ich habe bisher noch keinen Kommentar dazu bekommen, wie ich das umstelle. So, spielen wir einfach mal auf Obina. Der hat mir ganz gut gefallen. Gut, dass ich den reingenommen habe. Bisher hatten wir, glaube ich, noch gar keine. Kein einziges Stürmertor. Und jetzt versuchen wir einfach mal reinzupassen und es klappt nicht. Und da ist Obina, wehrt das Ganze ab. Also der Hitz, der Marvin Hitz, der Schweizer Torwart. Ja, wurde rausgespielt. So, jetzt haben wir den Einwurf. Vielleicht können wir noch zur Halbzeit erhöhen. Das wäre schön. Ja, und Obina. Ah, oh Mist. Na, jetzt wird abgepfiffen. So, 8 Schüsse. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Es wäre so witzig, wenn der Augsburger Trainer Specht heißen würde, dann wäre das echt Herr Specht. Oder wenn ich so heißen würde. Naja, egal. So, Borussia Mönchengladbach führt auch 2-0. Alle anderen Partien 1-1. Hat ja noch nichts auszusagen. Ich habe mich bisher noch nicht so großartig mit der Tabelle beschäftigt, um ehrlich zu sein. Aktuell stehen wir ja nach 5 Spieltagen mit 9 Punkten auf, ich weiß gar nicht, Platz 5 aktuell, denke ich mal, oder Platz 4. Ja gut, es hängt immer von den anderen ab. Ich meine, es haben auch noch einige nicht gespielt. Und ja, wir müssen auf jeden Fall das Ergebnis halten und da bringe ich jetzt natürlich andere Mittel rein. Jetzt soll mal Kleinheißler reinkommen und Olynyk als Verstärkung. Nee, sonst eigentlich. Ich will Skalatidis nicht rausschicken, aber ich sehe schon, dass manche Spieler schon ein bisschen angeschlagen sind, einfach weil ihnen wahrscheinlich die Praxis fehlt oder die Erfahrung. So, Augsburg beginnt. Wir führen seit der 20. Minute. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja den ersten Auswärtssieg. Es würde mir auf jeden Fall Ruhe verschaffen.
Das war gerade sehr gut gespielt übrigens. Nur mal so nebenbei. So, jetzt versuche ich es wieder mit Skarlatitis rein zu kommen. Oh, schade. Pech für Obinna. Der macht ein sehr gutes Spiel. Was, es wurde jetzt korrigiert auf 5 Schüsse? Wir hatten doch vorher noch 8. So ein Obinna. Der macht sich nützlich. Der lässt für sich werben. Oh, ja. Also wenn Augsburg was abwehrt, dann kommt es direkt wieder zu uns zurück. Das ist komisch. Ja. Ja, so halt. Ja, verschafft uns nur ein bisschen Zeit, lieber Augsburg. Ihr könnt natürlich auch sagen, es ist voll unfair, du spielst ja immer nur 4 Minuten. Und der kommt. Aber zur Ecke. Wenigstens eine Ecke. Eine Ecke kann auch was Gutes, heißen. Muss nicht immer was Schlechtes heißen. So, aber wir bleiben am Ball mit Höhen. Neuer Innenverteidiger vom SC Freiburg gekommen. Vom Aufsteiger, und das ist die nächste Partie, die es heute gab und 2-2 endete. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Oh. Oh, meine Güte, Gott sei Dank außerhalb des Strafraums. Und der kriegt jetzt die gelbe. Wer ist das eigentlich? Immanuel Höhn ausgerechnet, er. Alter, Mann, machen wir jetzt mal eine Wechslung. Immanuel Höhn kommt raus, auch wenn der relativ gute Stats hat. Die anderen, die nutzen sich langsam ein bisschen ab, aber Höhn, das kann ich nicht riskieren. Der schadet meinem Ruf oder dem Ruf der Mannschaft. Oder ne, bringen wir doch einfach mal Aidogan rein. Der soll sich mal beweisen, der soll mal ein bisschen spielen. Gekommen aus der Darmstädter Jugend. So, und das haben wir ganz locker abgewehrt. Können wir auch die komplette Situation klären? Ich weiß es nicht. So, Ball haben wir auf jeden Fall wieder. Und das war nicht meine Absicht, aber dadurch sparen wir uns Zeit. Ich will nicht immer nur mit 1-0 gewinnen, Leute. Das ist nicht meine Absicht. Das ist nicht meine Intention. Ich will es spannend gestalten oder ich will es interessant gestalten, sagen wir es mal so. Auch wenn interessant nicht bedeutet, dass viele Tore für uns fallen müssen. Ja, der kommt gut an. So. Mist, aber wir kommen noch ran. Nein, wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Aber von uns ist es eigentlich ein sehr gutes taktisches Spiel, was wir da gerade auf den Platz zaubern, wie ich es empfinde. Meine Güte, Augsburg lässt hier einen als Tabellenfünfter aber oft den Ball als Geschenk. Hinterlässt einen den Ball als Geschenk. So, der kommt nicht gut an. Schade eigentlich. Obinna stand da so schön frei. Also Binner bekommt vielleicht mehrere Starteinsätze. Und nein! Kein Elfmeter, das war Ball gespielt, ganz klar. Außerdem hat der Schiri es höchstwahrscheinlich nicht gesehen. Aber wir haben eine Torchance verhindert, das ist gut. Ja, Mist. Jetzt haben wir einen Bock geschossen. Komm. Meine Güte, Esser, der schmeißt sich da so richtig rein. Ja, man muss sich ins Zeug legen. Er ist ja jetzt leider verletzt. Wird wahrscheinlich von Heuer Fernandes ersetzt in den nächsten Spielen. Oh Mist, das war. Ich finde persönlich, wir haben die richtigen Grundsätze, aber es wird halt kein Tor. Und was ist jetzt? Toll, jetzt kriegen die sogar noch einen Freistoß. So, letzte Auswechslung. Also Augsburg wechselt ja auch. Stroh-Engel kommt raus und dafür bringen wir mal wieder Schiplock rein. Oder nee, Scholak. Scholak muss spielen. Oder Grigg, ich weiß gar nicht. Ne, bringen wir einfach mal Scholak. Vielleicht macht er ja noch irgendwas. Vielleicht ist er ja. Vielleicht bringt er das Ganze ja zur Entscheidung. So, ich fand unsere Wechsel waren eigentlich relativ gut platziert. Jetzt kommt halt Stroh-Engel raus, aber Stroh-Engel, den haben sie halt gedowngradet. Und Altintop hat sich verletzt. Interessant. Sehr, ich habe den Ball noch und deswegen gibt es Vorteil. Ab nach vorne. Toll.
Unser Spieler zu Tode gefoult und es gibt keinen Elfmeter. Na egal. Wir siegen hier. Und jetzt muss Obinna das Ganze nur noch untermauern. Hey, Elfmeter! Ja, war wahrscheinlich wieder Ball gespielt. Meine Güte, ich kann mich da auch. Ich habe mich komplett umsonst beschwert. Schlussendlich gehen wir hier vom Sieger als Platz. Ne, vom Platz als Sieger. Ja. Kein gutes Spiel von Augsburg. Ich meine, die hatten keine richtige Chance, außer diesen einen Freistoß. So, das Tor schauen wir uns nicht nochmal an. Obinna hatte jetzt gerade nochmal eine gute Chance, aber es waren insgesamt nur drei Torschüsse und insgesamt neun Schüsse. Von Augsburg gab es keinen Schuss aufs Tor. Was das Ganze dann so konsterniert, neben der Tatsache, dass nur Hamburg gegen Bayern. Was? Das endete trotzdem noch 1-1. Das endete 1-1. Ja, wir stehen jetzt an der Tabellenspitze. Bayern, vier Siege, ein Unentschieden. Wir sind jetzt Sechster vor Augsburg. Ja, haben genau dieselbe Statistik wie Dortmund, nur dass die halt mehr Tore geschossen haben. Okay, also ich bin damit aktuell sehr zufrieden, wenn man mal überlegt, dass Ingolstadt, RB Leipzig und Freiburg ausgerechnet die drei letzten Aufsteiger, mit Ausnahme von Darmstadt, sind da ganz unten angesiedelt. Naja, ich würde mal sagen, wenn man als anderer Verein wenn man einen anderen Verein nimmt und sich das ansieht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so toll. Enttäuscht dich, in der Startelf zu stehen. Ach so, das war der Daniel Heuer Fernandes. Na gut, dann spielst du halt nächstes Mal in der Startelf, mein Junge. Mein Freund. So, englische Woche vorbei. Jetzt haben alle Zeit, sich zu regenerieren. Dann sind wir schon am heutigen Tag angekommen. Am 1. Oktober. Das letzte Spiel, welches ich nachholen muss. Dann sind wir gleich auf. Dann sind wir mit dem Ligaverlauf gleich auf. Nationalmannschaft. Ach so, jetzt ist ja wieder hier Länderspielpause danach. Tatsächlich, danach kommt schon wieder European Qualifiers. Na egal, Leute, auf jeden Fall war es es. Wir haben unseren ersten Auswärtssieg geholt, unseren zweiten insgesamt, stehen damit. Ach so, es wurde schon gespielt. Und ein Verein hat schon sechstes Spiel ab. Ich meine auch, dass ab jetzt es nicht mehr nach dem offiziellen DFL-Plan läuft. Das heißt praktisch, die Partien sind nicht richtig terminiert, aber es sind immer noch dieselben Partien, wie die DFL gesagt hat. Nur mit dem Unterschied, dass sie an einer anderen Zeit laufen. Ist es jetzt zum Beispiel ein Konferenzspiel? Es ist ein Konferenzspiel, so wie es aussieht, weil es gibt ja fünf Konferenzspiele und ein Spiel um 18:30 Uhr. Also die Konferenz läuft immer um 15:30 Uhr, für die, die es nicht wissen. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Darmstadt gegen Bremen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und denkt immer daran, Freundschaft ist Magie.